Es ist sehr, sehr schön. Eine Frau! Ich bin ja wirklich, ich bin eine Frauenquote jetzt im Spiel. Ich bin wirklich dafür. Und wieder dachte man sich, hey, es wäre voll geil zu zeigen, wie nur der Kopf zu sehen ist und der Arm. Nein. Moment, der hat immer noch Stäbchen vorne, ne? Dies habe ich tatsächlich vergessen auszutauschen. Aber hey, vielleicht kann Stäbchen jetzt einmal was erreichen. Will ich denn umhin? Ey, wisst ihr was? Ich probiere das jetzt einfach mal. Wow! Es kann Hypnose. Na, will ich denn riskieren, dass ich überhaupt nicht zum Einsatz komme? Eigentlich nicht. Ey, guck mal, ich hab da bestimmt ganz oben noch Awakening. Na, natürlich. Ich sehe schon kommen, dass es gleich wieder weg ist, aber. Hagelstopp! Nur weil du auf dem Original Top 4 Item passierst, musst du doch nicht die gleichen Attacken einsetzen, wenn dir das überhaupt nichts bringt. Ich meine, du triffst dich damit nur selber und hast nicht mal einen Vorteil davon. Vor allen Dingen, wenn ich das jetzt sowieso wieder unterbinde, indem ich spreche. Du bist mal also so jemand, ja? Du bist also so jemand. Wir können das Spielchen gerne so fortsetzen. Ich habe noch genug Aufdecker. Naja, eigentlich nur noch einen. Ich hatte den beide so, ich habe noch genug Aufdecker für diese Runde. Wow. Okay. Das ist ein bisschen zu viel. Aber sag ich, was mach ich denn jetzt, ey? Ey, da. Wenn ich jetzt austausche, dann krieg. Moment, ich hab ne Idee, ey. Vielleicht will er ja. Vielleicht will er ja wieder eine Psycho-Attacke einsetzen. Ich brauch. Wir machen dann als Backup. Genau, das habe ich mir nämlich gedacht. Dann werde ich jetzt ganz einfach auf Stärke gehen, damit ich meine Pflanzenattacken nicht rauskloppe hier. Gucken wir mal, was die Stärke macht. Oh, endlich geht die Kack-Attacke daneben, ey. Kack-Attacke, ne? Richtig schön Kack-Attacke. Oh, es ist die Frage. Ah, verdammt, ey. Ich muss es riskieren. Ich muss es riskieren, ob es jetzt ausreicht. Denn wenn ich jetzt wieder Stärke einsetze, ist es im roten Bereich. Und dann zieht es sich die kompletten Papier wieder hoch, ey. Komm, reich aus, reich. Oh, wow, das war ja klar. Das war ja nix, ey. Aber Spinat ist weiterhin die beste Möglichkeit, um mir durchzuhalten. Ja, das wird jetzt garantiert ein Trank kommen, das weiß ich. Ich setze erstmal trotzdem. Was? Was? Oh Gott, jetzt kommt Flugattacke gleich. Shit, jetzt habt ihr einfach ausgetauscht. Okay, also wir können ja schon mal sagen, das kommt eine Flugattacke, davon gehe ich aus. Obwohl, vielleicht hat das Ding ja keine Flugattacke, weil das ja. Aber nee, das Risiko gehe ich nicht ein. Das Risiko gehe ich mit Sicherheit nicht ein. Money. Ja, komm, wenn das tatsächlich einen Flugtypen hat, dann ist das die beste Wahl. Ja, es hat tatsächlich eine Flugattacke. Oh Mann. Ja, der Hagel macht meinem Money gar nichts aus. Das heißt. Damit hast du dir selber wirklich ins eigene Fleisch geschickt, von Anfang an mit dieser Strategie Hagelsturm einzusetzen. Und wenn der nächste tatsächlich Drachen-Pokémon hat, dann werde ich mit Money ja sowas von durchsäbeln können. Also ich glaube, Money ist wirklich das beste Pokémon für die gesamte Liga. Und deswegen, ich von Anfang an, ich habe mir gedacht, dass wenn ich mit den Schneemann fange und jetzt Team hole, dass der hier wirklich gut da ist. Also das ist ja auch der Fall. Jetzt kommt wieder dieses Mentor-Mick. Ey, ich. Ich probiere mal jetzt Dinosaur einsetzen einfach mal. Weil Psycho-Attacken nicht so viel tun sollten. Es ist tatsächlich das Geschlecht. Es kann ja sein, dass sie noch eins hat, das volle Café. Ja. Jetzt kommt sowieso ein Trank. Machen wir mal Albenschweif. Wir setzen mal durch die neue Attacke Albenschweif ein, mal sehen. Was ein Kampf, ey. Der zieht sich erstmal dadurch, dass sie hier solche komischen Manöver startet. Ah, okay. So, was macht jetzt mehr Schaden, ey?
Ich gucke jetzt mal kurz rein. Nein, ich will ja nicht austauschen, ich will ja hier gucken. So, Eisenschweif hat 110, Erdbeben tatsächlich nur 100. Ja, dann ist ja klar, was ich nehme. Obwohl, wenn ich jetzt Storm einsetze, besteht. Ja, wir machen mal was anderes. Ja gut, das ist mir sowas von scheißegal. Ich sehe schon, dieser Part wird sehr lang, wenn das so weitergeht. Weil ich den anderen ja auch noch reinnehmen will, eigentlich. Was haben wir denn jetzt noch hier? Wir haben doch bestimmt noch genug. Ja, na, oh. Diese ganzen Beeren, die ich eingesammelt habe im Verlauf, ne? Die helfen mir gerade so schön aus hier. So. Dann. Moment, vielleicht gibt es jetzt genug. Oh, das ist eine gute Idee. Ich wollte eigentlich mit Storm den KP-Wert so bringen, dass ich zum nächsten Mal Iron Tail besiege, aber zusätzlich noch eine Paralyse hervorrufen. Aber jetzt, wo es vom Handeln selber Schaden nimmt, kommt sie ja gleich in den Bereich, wo ich es dann besiegen kann, ohne noch eine andere Attacke einsetzen zu müssen. Ja. Dieser Hagel. Ich verstehe diese Technik halt nicht. Keines ihrer Pokémon, keines davon profitiert. Sie haut sich die ganze Zeit nur selber Schaden ein. Ja, das bringt ja sowieso kaum was. Das ist so ein verdammt langer Kampf. Ich glaube, ich muss es echt alles in die nächsten Karten noch quetschen. Oder was? Ich muss dann mal gucken, was ich mache, ey. Aber jetzt müsste Iron Tail ausreichen. Und ich glaube, ich überstehe diesen Angriff auch noch. Ja. Also ich muss das Ding jetzt endlich weghauen, ey. Das dauert mir zu lange mit dem Teil. Das Problem, was ich jetzt sehe, wahrscheinlich wird mich Hagelsturm gleich besiegen, oder? Nee, es kommt gar nicht erst wieder rein. Na, ich tausche das mal aus. So. Ja, was habe ich denn so schön? Also ich hab ja. Moment, das hat doch schon, ne? Nee, ich habe ja schon verlernt, egal. Egal, bleib jetzt aber erstmal drin. Kommt der. Ja, der kommt ja tatsächlich nochmal. Ich werde ja wahnsinnig. Der kommt ja wirklich nochmal. Das war dumm. Okay. Ungewöhnliche Wahl, warum nicht? Ich guck mal, was Raku reißen kann. Du hast noch Chomp. Na, das ist doch toll. Übrigens, das sagt ja auch wieder was Neues, ne? Radiate. Aber das behalte ich auch erstmal. So, Chomp. Ja, das ist gar nicht schlecht. Das ist gar nicht schlecht. Für Topic plus Raku hätte immer was aus. Oho! Ja! Draco, Mensch, diese letzte Entwicklung verhilft dir doch nochmal zu einiges an Power. Finde ich sehr gut. Wow, das war kein Problem mit Draco. Schön! So, wie viel fehlen jetzt noch? Oh, wir sehen ein neues Pokémon. Das ist mit Sicherheit Simsala, ey. Mit 100%iger Sicherheit. Die Frage ist. Also Simsala ist sehr, sehr, sehr schlecht in der Verteidigung. Wenn ich jetzt irgendeinen guten Angriff bringe, dann müsste das Ding sowas von Schaden nehmen. Damit kommt das auch mal hoch, ist ja nicht zum Einsatz. Wow, das ist eklig. Schaut mal, ich hab Attract. Ist denn Iron Tail? Ich weiß es gerade echt nicht. Kann man es irgendwo nachgucken? Nee, ich kann natürlich nicht irgendwo nachgucken. Oder? Nein, Moment. Da, so viel Zeit muss jetzt sein. Ich muss jetzt irgendwo sehen. Ich kann das echt nicht sehen, ob das physisch oder. Heißt das physisch und psychisch? Nee, speziell, ne? Physisch und speziell. Ich sag jetzt einfach mal, dass es so ist. Ich meine, ich greife mit meinem Schweif an, also wird das ja wohl sicherlich physisch sein. Wir setzen das jetzt einfach mal ein. Ja, das bestätigt meine Theorie. Das sollte kein Problem darstellen damit. Und dadurch, dass jetzt die Verteidigung auch noch gesunken ist, bringt dir der Fulbis doch mal so gar nichts. Denn jetzt mache ich sowieso kurz einen Prozess und haue ich mit der nächsten Attacke weg. Sie hätte sie getroffen, natürlich. Okay. Boris, mach hier nichts falsch, ne? Du hast es gerade so gut wie eine Tasche gehabt. Na, siehst du. Wow, jetzt One-Hit hier.
Sehr gut. Und Gardevoir nochmal. Also ich würde sagen, Draco hat gerade so einen guten Job geleistet, da kann gleich nochmal wieder rein. Ja, der hier macht mir schon, also der Sie hier macht mir schon mehr Probleme tatsächlich. Mist Tudel. Oh, das könnten drei Angriffe sein. Das ist natürlich die Frage, wie viel Schaden ich nehme. Okay. Das war dann noch mehr als ich wollte. Deutlich mehr als ich wollte. Spinat. Do something. Mmh. Du kannst ja vor allem. Du kannst mit deiner Hypnose mal echt zu lange. Oh, was ist denn jetzt schon wieder los? Citrus Berry, ey. Hier, Chesto Berry. Kannst du mal, ey. You've gotta be fucking kidding me. Ach nee, das ist halt gar kein Dingsangriff. Egal. So, ein Live wieder. Ich dachte hier, es ist ein Kampftyp, aber nee, ist ja nicht so. Komm, 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 komm. Wow, das war nichts. Das war gar nichts. Das war gar nichts. Aber es hält gut durch eigentlich noch. Ich probiere das jetzt einfach erstmal weiter. Ja, haha. Nur mit deinem Mega-Kick so an mir. Wieso ist er so stark? Wieso ist dieser Mega-Kick so heftig, ey? Der Mega-Punch war so schwach gerade, ne? Oh, meine Fresse. Ach, weißt du was, ey? Wenn ich jetzt live wieder einsetze, müsste ich noch knapp über dem Schadenswert sein, den Mega-Kick macht. Ich setze das jetzt einfach mal ein, um mich ganz knapp KP-mäßig drüber zu ziehen. Aber es trifft ja nicht mal. So. Und damit war es das. Puh. Das war schon relativ nervig, aber nicht wirklich schwer. Das hat auf jeden Fall länger gedauert als die anderen beiden Kämpfe zusammen, glaube ich. Tatsächlich, es hat länger gedauert als die beiden Kämpfe davor zusammen. Sieht mir, ist das. Hatten wir Feuer schon? Jetzt frage ich mal ganz ehrlich, hatten wir Feuer schon? Ich glaube nicht, oder? So, ich habe euch das Auffüllen jetzt mal erspart. Denn das war ja doch wieder ein bisschen mehr jetzt. Seit längerem. Hey, ein halbwegs normaler Sprite, wo nicht nur der Kopf zu sehen war. Freddy. Und wenn ich. Das richtig sehe, müsste das endlich mal ein guter Kampf bestätigen sein. Das erste, was ich natürlich machen werde, ist Feuerattacken zu schwächen. Beziehungsweise meinen Surferangriff zu stärken. Und dann geht's dir gleich rund. Aha, Himmelsfeger, ja. Ich habe das Gefühl, du wirst dazu nicht mehr kommen. Es sei denn, das wird jetzt nicht aus. Das wird nicht gut enden. Okay. Dann lieber meine Absicherung noch. Dann macht er mal den Skystone erstmal. Schauen wir mal. Boah, das ist doch Wahnsinn, ey. Okay, dann mache ich das gleich nochmal aus dem einfachen Grund, dass er bei Himmelstiger erstmal aufladen muss. Oh Mann, ey. Was soll das? Okay. Tja, ich befürchte, das werden vier Liga-Folgen zum allerersten Mal überhaupt in meiner LP-Geschichte. Weil diese Kämpfe sich so mega ziehen. Und ich werde das nicht vorspulen. Also wirklich, hier halte ich das ganz, ganz strikt ein. Ich kann das nicht aushalten, Leute. Wisst ihr was, ich habe jetzt eine andere Idee. Das ist mir zu blöd hier. Ja, will ich das sagen?
Eigentlich schon. Eigentlich schon. Das wird ja erstmal gar nichts bringen hier mit dem. Und dann hoffe ich jetzt einfach mal, dass Storm ausreicht. Hey, Hitzekoller. Das wird neutral treffen. Das ist blöd. Ey, das Ding macht mir gerade ordentlich Probleme, ne? Das gibt's doch gar nicht. Das ist das erste von ihm. Ja, aber jetzt hast du dein Schicksal besiegelt, denn dadurch, dass du jetzt einfach nochmal das einsetzt, bist du auf jeden Fall weg. Und das war das erste, ey. Achso, das ist wieder dieses Devil-Fishing, also Makago. Habe ich jetzt eigentlich meinen Raindance noch drin? Ich glaube nicht, egal. Ich kann es mir nicht leisten, jetzt nochmal eine Runde Raindance zu machen. Ich muss jetzt einfach draufhauen. Das reicht ja auch so ganz gut. Und da kommt Dienstlich, was einfach mal gar keinen Schaden macht. Ich hätte jetzt echt gedacht, das hoffe ich weg mit Dienstlich. Okay, das war einfach. Vielleicht wird der Kampf dann doch noch ein bisschen schneller vorbeigehen. So, da ich absolut keine Ahnung habe, was hier noch kommen könnte an Attacken, werde ich jetzt erstmal wieder Sicherheitstränke benutzen. Aha. Hätte das gereicht? 49. Nee, das hätte tatsächlich nicht gereicht. Aber wie gesagt, man weiß nie, was hier passieren kann. Ja, wieder knapp über der Hälfte. So will ich das sehen. Das ist nämlich der perfekte. Es kann Guillotine, ja. Gut, dass das nicht getroffen hat. Wow. Wie er einfach K.O.-Attacken einsetzen möchte. Xember, hey. Was ist das denn nur? Toll, mein Erdbeben-Pokémon ist weg. Hast du irgendwas Sinnvolles? Nee, eigentlich nicht, ey. Ja, das ist jetzt das Beschissenste, was kommen könnte eigentlich. Ey, ich probiere jetzt einfach was mit Dragonball. Was soll ich denn sonst machen jetzt? Gegen X-Thema habe ich nichts. Hoffentlich setzt er da gleich noch die andere Version ein. Machen wir mal Dragonflug. Ich schaue jetzt erstmal, was passiert. Ja, das wird dir nichts bringen. Das kann ich dir. Was? Das ist ja ein. Oh, stimmt. Ich habe ja noch einen Feuertypen. Oh. Ja, dann ist das bescheuert. Ist das mal richtig bescheuert. Ja, das ist jetzt aber blöd, ey. Okay, dann mache ich das ein bisschen anders. Ich habe jetzt so eine verdammte Schwäche gegen dieses Ding dabei. Das ist ja nicht mehr normal, ey. Ich muss Stäbchen einsetzen. Was anderes habe ich nicht. Ich habe nichts anderes. Jetzt, Moment, ich habe eine andere Idee. Ja, erstmal den Ocean Blast. Oh Mann, der macht ja auch normalen Schaden. Oh, fuck! Okay, das ist jetzt richtig scheiße, ey. Aber richtig. Oh nee, ey. Warum muss denn so ein Sch. Okay, ich muss ganz, ganz dringend erst in die Notkiste greifen, denn das ist ja ein Problem. Max Revive. Aber Dinosaur wird da auch effektiv. Ich habe nichts. Ich habe gegen dieses Ding nichts. Möchte ich jetzt mal ganz offen und ehrlich sagen, ich habe nichts gegen dieses Ding. Gerade fällt mir auf. Ich habe absolut nichts gegen dieses Viech hier gerade parat. Wow, wieso setzt du denn das denn? Bist du bescheuert? Ja. Ich kann hier erstmal nichts machen. Das ist es ja eben. Ich kann hier momentan nichts machen. Wieso setzt es denn. Hat es keine Moment, das ändert ja alles, wenn das tatsächlich so ist, wie ich gerade glaube. Hat das Ding keine Feuerattacken? Das Ding echt keine Feuerattacken. You've gotta be fucking kidding me right now. Das Ding hat keine Feuerattacken. Ha! Glaube ich jetzt ja nicht, oder? Der setzt ein Feuer-Pokémon ein, bezeichnet sich als Feuertopf-Teammitglied und hat ein Pokémon, das keinen Feuerangriff hat. Das ist bescheuert. Moment, jetzt hat was da, aber ich hab's komplett vergessen. Ich hab's komplett vergessen, ey. Och, Mann.
meine, es würde seinen Spezialangriff immer schwächer, was natürlich auch sehr gut ist. Ey Leute, was ist das? Ja. Ich hoffe einfach, dass sein Angriff so scheiße schwach ist, dass jetzt das auf keinen Fall reichen kann. Ja, sehr gut. Dann war das eigentlich doch schlau, mit dem Schneemann jetzt drin zu bleiben. Denn hätte ich jetzt so den Hitzekollab bekommen mit noch einer Stufe Stärke, dann hätte das Dinosaur nicht überlebt. So, und jetzt kann ich natürlich auch wieder... Oh Gott, dieser Kampf, ey. Das ist... Ich schwitze gerade. Nein, ich schwitze nicht. Das ist jetzt nur gegen so. Ich schwitze gerade innerlich. Nicht, dass ihr jetzt denkt, das ist ja ekel. Man kann einfach sagen, dieser Kampf bringt mich zum Schwitzen. So, oh Gott, ey. Ja, das bringt dir doch nichts mehr. Jetzt hast du doch dein ganzes Pulver verschossen. Merkst du das nicht? Du hast eigentlich alles verkackt. Hitzekoller ist nun mal ein waghalsiger Angriff. Das ist so. Und ich werde jetzt auch Nummer sicher nochmal, weil es ist. Ich muss hier sicher gehen, dass das Ding mich nicht besiegen kann. Also wie gesagt, wenn danach die andere Form kommt, dann habe ich sowas von verloren. Das war richtig gut. Ich wusste gar nicht, dass der Erdbeben so stark ist, ey. Leon, so, wir haben's. Wir haben's, ey. Wir haben's. Wir haben's. Ich kann mir nicht vorstellen, dass mich das Ding noch besiegen wird, irgendwie. Ja, natürlich ist das sehr effektiv, weil ich hole einfach mal den Dinosaur zurück und dann haben's. Von mir aus, wir haben's trotzdem. Wir haben's definitiv. Wir haben's definitiv. Und nun mache ich einfach meinen Mental Up-Dings da? Ne, das ist ja gar nicht. Doch, oder? Ach nee, das ist ja gar nicht. Dann muss ich, doch Belieber raussorgen, ja. Ach, in dem Stäbchen, oder? Ja, komm, Stäbchen, gebührt die Ehre. Das Ding kann mich auf keinen Fall besiegen. Vor allen Dingen dadurch, dass es sich jetzt wieder selber komplett runterzieht. Es schwächt es nicht auch nochmal. Ja, das war ja gar nichts dann. So, natürlich der obligatorische Trank nochmal. Das bringt dir nichts. Das ist vierfach Abwehr und du hast dich auch noch zusätzlich mit diesem Radiate runtergebracht. Das ist verkackt. Ich werde jetzt auch noch einen Surfer hier einsetzen. Ich wollte eigentlich einen Raindance nutzen, aber nein, das ist so. Kannst du mal bitte aufhören, Volltreffer zu setzen? Wollte. Oh Mann, ey! Das wird sowieso nicht reichen. Ja. 9. Wir haben's. Oh Gott. Das war knapp. Ich hatte nur so 1 und das ist immer kein gutes Zeichen. Ey. Aber ich werde natürlich vorher wieder alles heilen, ne? Oh Mann. Ich habe gesehen, ich habe nur noch sehr wenig Übertränke, nämlich 2 Stück und 5 Belieber. Also das wird übel, glaube ich.